Hallo, liebe Freunde, zu Risen. Zurück hier. Und ich habe Carrasco gefunden. Carrasco war gar nicht der Typ da vorne. Carrasco war der hier. Das habe ich irgendwie ein bisschen... Ja, du hast noch einen Stock in der Hand. Ich habe dir dann Richtstab geklaut. So, Carrasco. Ich habe hier drei Goldschalen. Hier, ich habe deine drei Goldschalen gefunden. Na sowas. Ich bin sehr beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass du die Artefakte noch abfängst, bevor sie beim Don im Banditenlager landen. Ich werde Kommandant Carlos von deiner Tat erzählen. Nur weiter so, dann wirst du es noch sehr weit bringen. Ja, ja. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du kannst dir was aussuchen. 200 Gold, 5 mittlere Tränke, 5 mittlere Mana-Tränke, Spruchrolle Witz. Ich bin fast geneigt, das Gold zu nehmen, weil Heiltränke können wir später selber brauen. Zumindest strebe ich das an. Gib mir das Gold, wie du willst. Dann haben wir auch noch 47 kleine Tränke. Hallo Buddy, du Idiot. So. Warte, ich rede ihn nochmal an. Vielleicht muss ich jetzt nochmal explizit darauf hinweisen, dass ich jetzt Ulf befreien möchte. Ich habe genügend eigene Sorgen. Okay. Er hat also genügend eigene Sorgen. Dumm-di-dumm. Dumm-di-dumm. Ich muss jetzt auch nochmal in die Kneipe hier, weil ich ja noch den anderen Brüdern Bescheid sagen muss. Seemann... Güter war es nicht, ne? Doch. Dein Bruder Ulf sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Bin unterwegs. Wo ist euer Treffpunkt? Wo ist euer Treffpunkt? Wo ist euer Treffpunkt? Ist euer Treffpunkt vielleicht außerhalb der Stadt? Weißt du, wo es, wie es außerhalb der Stadt geht? Wo es außerhalb, wo die Stadt, also, ne? Weißt du, wo es hier aus der Stadt rausgeht? Ich folge dir einfach mal. Vielleicht weißt du es. Schön, dass wir so synchron laufen. Hier ist euer Treffpunkt. Probier's woanders. Frag jemand anderen. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Weiter weiß ich nicht mehr. Hier scheint nichts zu sein. Ich kann den Motor springen. Oh, Schaden genommen. Oh, eine Sohrenmuschel. Cool. Hier scheint nichts zu sein. Dann nicht. Gut, dann holen wir uns noch eben schnell den anderen Typen. Ich muss irgendwie mal schlafen, ey. Ich glaube, ich gehe mal eben in Captain Stahlbarts Haus und schlafe mal bis zum nächsten Morgen, damit meine Energie sich wieder hässet. Dargels Truhe ist geplündert. Wenn ich du wäre, würde ich mich trotzdem von Dargel fernhalten. Wer weiß, auf welche Ideen der Dicke kommt. Und abkassieren kommt bei ihm nicht in Frage. Dann war die Arbeit umsonst? Hör zu. Dargel wird nie, nie, niemals freiwillig an uns zahlen. Kein Grund, sich aufzuregen. Außerdem, wer hat Dargels Wertsachen in der Tasche? Skordo wird von deinem Erfolg erfahren. Wer ist Skordo? Ich würde sagen, du hast bei der ganzen Sache den Gewinn gemacht. Und darauf kommt's an. Ich will ein besserer Dieb werden. Nee, will ich nicht. So, jetzt heile ich mich mal wieder voll. Ich schlafe mal eine Runde. Ah, voll geheilt. Ist das nicht schön? Oh, sogar zwei Betten. Sehr angenehm. So, gehen wir mal zur anderen Kneipe. Hier, wir hatten hier noch eine Kneipe. Gehen wir mal eben dahin und suchen mal eben den anderen Bruder. Hey Katta, wie geht's dir? Wollte mich nur im Kopf unterrichten, da hab ich keinen Bock drauf. Hey, Bart. Dein Bruder Ulf schickt mich. Ihr sollt euch an eurem Treffpunkt sammeln. Ah, sehr gut. Das bedeutet, dass er vielleicht einen neuen Job für uns aufgetrieben hat. Danke für die Nachricht. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Sehr gut, das hätten wir.
Dann wollen wir jetzt mal Ulf befreien gehen. Komm, kann ich hier irgendwie mich mal rüber jumpen, so? Ha, das geht wirklich. Ha, guck mal. Green Shilling. Ist ja pure Absicht hier. Komme ich da irgendwie hin, so? Haha, ich bin voll der Pixel Walker hier. Oh, ich glaube, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Egal. Oh, geht voll. Oh, habt ihr das gesehen? Da? Da ist Map zu Ende? Ne, jetzt sieht man es nicht mehr. Manchmal kann man ja mit der Kamera durch die Felsen oder so durch die Kamera durch die Felsen schieben. Nein, da will ich gar nicht hin. Ich will doch hier lang. Und dann sieht man so alles, was so außerhalb der Map ist. Ich finde das immer schlimm. Hübsche Kuh. Elsa, na? Dass die Spiele immer nur so einen Pixelboden haben, weil wenn man dann mal irgendwie da durchläuft, weil irgendwo ein Pixel fehlt und durch diesen Pixel läufst du dann durch die komplette Map, dann fällst du runter und bist tot. Toni wird dich nicht mehr beobachten. Sehr gut. Ich dachte schon, ich werde den Kerl nie los. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Die Sache mit Carrasco und den Goldschalen hat sich erledigt. Du kannst den Gefangenen wieder freilassen. Ach, ist das so? Ja, ich habe Carrasco die Goldschalen gegeben. Na schön. Da gibt es wohl keinen Grund mehr, Ulf noch weiter festzuhalten, was? Keinen, der mir einfällt. Nein. Okay, du hast mich überzeugt, ich werde Ulf freilassen. Warte hier. Er wird zu dir nach draußen kommen. Ulf, komm raus! Hier will dich jemand sprechen! Ulf! Ich warte hier nicht, du Idiot. Die Weißen werden dich nicht mehr festhalten. Du bist frei. Ja, klasse. Ich danke dir. Das hast du gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Stadt verlassen. Ich gehe so lange zum Hafen, Kai. Dort werde ich hoffentlich meine Brüder treffen. Ja, wirst du. Wenn du uns aus der Stadt herausführen kannst, dann lass es uns wissen. Kontrolliere aber vorher, ob der Weg auch wirklich frei ist, ja? Wir werden dir nicht in eine Falle folgen, klar? Also, bis später. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Ich habe deine Brüder geholt. Sehr gut. Wir werden uns bereit machen. Wie läuft denn deine Suche nach einem Fluchtweg? Ich arbeite noch dran. Gut. Wir werden so lange auf dich warten. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Warum springt ihr nicht einfach über die Mauer? Einer alleine hätte ja schon Schwierigkeiten, dabei nicht erwischt zu werden. Aber gleich drei auf einmal? Vergiss es. Es muss einen anderen Weg geben. Ich wurde nicht erwischt damals. Aber gut. So, was hat unser Cluster? Also Karte für die Insel. Patty will die Stadt verlassen. Sergio will Romanovs Gold. Ruhe und Ordnung. Romanovs Seemannkiste. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Achso. Also, jetzt haben wir nur noch Romanovs Gold, das wir Sergio geben. Und dann sind wir ja, haben wir 4 von 4 für den Orden. Wenn wir das jetzt machen. Nicht wahr? Kann ich mit den beiden nochmal irgendwie sprechen und mal Erfahrungspunkte kriegen? Probier's woanders. Mal. Frag jemand anderen. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Menschen. Du bist Sergio, oder? Hier? Der komische Typ, der hier langläuft? Sergio, hi. Ich fand diese Schatulle hier. Romanov steht drauf. Potzblitz! Weißt du, was du mir da gerade gegeben hast? In dieser Schatulle ist das Gold des Don an Romanov. Ach was, wäre ich ja nie drauf gekommen. Großartig! Du hast es tatsächlich geschafft! Reife Leistung! Kommandant Carlos wird sich immens darüber freuen! Hier, das soll deine Belohnung sein. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Oh, schade.
So, was haben wir jetzt noch für? Jetzt haben wir nur noch Karte der Insel, Patty will aus der Stadt, Ruhe und Ordnung. Okay. Und das halt. Tony, Sid, Lucor, Delgado, Weasel. Weasel ist ja schon draußen. Tony eigentlich auch. Sid, Delgado und Lucor nicht, weil ich die nicht verpetzt habe. Die konnten mir helfen in der Stadt. Ich glaube, die Quest Ruhe und Ordnung kann ich jetzt auch nicht mehr abschließen, oder doch? Hallo, Dick. Dick. Hallo, Romanov. Wo warst du so lange? Wo ist meine Schatulle? Schrei mich nicht an. Sonst kommst du auf den, auf die stille Treppe. Ich habe sie den Weißen übergeben. Du hast... Was? Ha! Ich hatte sowas schon geahnt. Na schön. Das werde ich mir merken. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Pa! Jetzt geh dir aus den Augen. Pa! Ich warne dich, Würschchen. Wenn du so eine Schweinerei nochmal mit mir versuchst, war es dein letzter Fehler, klar? Sag mal, kann ich mal die Tür zumachen hier? Nee, oder? Geht nicht mehr, ne? Nee, geht nicht mehr. Spiel speichern. Ich möchte einfach mal gepflegt aufs Maul. Oh. Der ist unverwundbar. Gibt's sowas? Den packen wir uns. Ach, im Ernst? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Oh, bevor ihr mich kriegt, springe ich lieber. Ihr kriegt mich nicht lebend. Uiuiui. Das war aber eine raue See. Ich weiß. Hey du, Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Ich glaube, ich lade. Und dann möchte Carlos bestimmt nochmal mit mir sprechen. Dum, dum, dum. Hm, hm. Aber wenn ich so mache... bin ich doch viel schneller auf der anderen Seite. Hack, hack. Hab ich noch alle meine Stats? Seems like. Ich hab noch 10 Lernpunkte. Junge, wo soll ich damit hin? Es gibt gerade nichts Neues. Okay. Hey du, Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Okay. So, gucken, was Carlos von uns will. Vielleicht hat Carlos inzwischen herausgefunden, wie die Banditen hier die Stadt betreten und verlassen. Das wäre ja mal was. Ich wüsste nämlich absolut nicht, wie wir das herausfinden. Ohne dass wir hätten die. Ohne dass wir die Don-Seite nehmen hätten müssen. Wählen hätten müssen. So rum. So. Hey, yo, Carlos. Ah, gut, dass du da bist. Sprich, wie sieht's aus? Ich hab da so einige Gerüchte gehört. Das Gold von Kapitän Romanov ist geborgen. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, der Mistkerl würde das Rätsel um den Verbleib des Goldes mit ins Grab nehmen. Gute Arbeit. Carrasco hat die 3 Goldschalen bekommen. Das ist gut. Er lag mir damit schon seit Tagen in den Ohren. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Die Lage sollte sich mittlerweile entspannt haben. Ja, sieht ganz so aus, als hätten wir die Situation einigermaßen im Griff. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Don seinen Plan, die Stadt zurückzuerobern, endgültig aufgibt. Nun wird es Zeit, dass wir uns um den Artefaktschmuggel kümmern. Ich muss wissen, wie die Mistkerle die Artefakte aus der Stadt schaffen konnten, ohne erwischt zu werden. Level aufgestiegen, cool. Die Straßen deiner Stadt sind jetzt sauber. Ja, ich hörte schon, es seien tatsächlich alle Banditen des Don von den Straßen verschwunden. Sehr gute Arbeit. Mach weiter so, du wirst es zu was bringen, Junge. Fehlt jetzt nur noch der Anführer der Bande hier in der Stadt. Wenn du noch dafür sorgen würdest, dass der Kerl auch verschwindet... Dann wäre ich beeindruckt.
Ich werde die Artefaktschmuggler für dich aufspüren. Viele vermuten, dass das Bordell am Hafenkai damit zu tun hat. Mhm. Aber Sonja traue ich das nicht zu. Ich denke eher, dass die Banditen hinter der Sache stecken. Wenn du dafür einen Beweis finden würdest, könnten wir die Schmugglerbande endlich dingfest machen. Wohin verschwinden die Artefakte? So, jetzt haben wir echt so eine neue Quest bekommen und ich habe keine Ahnung, wie wir die... Also wir haben ja wirklich nur noch die Artefakte, Karte der Insel und Patty will die Staffel lassen. Karte der Insel und Patty will die Staffel lassen kann ich ja nur abschließen, wenn ich auch... Wenn ich die vorige Quest jetzt hier mit den, ne? Hier, wo verschwinden die Artefakte? Wenn ich die löse, kann ich auch die anderen beiden Quests lösen und dann habe ich in der Aufenthaltsstadt keine Quests mehr. Habe ich eigentlich mit der alten Dame schon mal geredet? Hi. Hallo. Wenn du was kaufen willst, musst du mit Konrad reden. Ich arbeite hier nur. Was machst du hier vor Konrads Haus? Wir haben Konrad jahrelang unsere Erträge verkauft. Und er hat nicht schlecht daran verdient. Ich denke, es ist mehr als gerecht, dass er uns nun aufnimmt. Selbst wenn es nur vor seiner Tür ist. Was kannst du mir über Konrad erzählen? Er hat das Haus voller Vorräte. Aber uns lässt er nicht herein. Er hat keinen Finger für uns gerührt. Nicht mal, als sie unsere Kühe geschlachtet haben. Erzähl mir davon. Die Weißen haben sie einfach mitgenommen. Und was haben wir dafür gekriegt? Ein paar Goldmünzen, die nicht ausreichen, um davon satt zu werden. Aber Konrads Kühe werden verschont. Er hat mit Carlos gesprochen und seine Kühe müssen nicht geschlachtet werden. Pah, Männer. Erzähl mir von dir. Es sind schlimme Zeiten herangebrochen. Wir mussten unseren Hof verlassen. Und meine Söhne... Meine Söhne sind noch da draußen. Und ich weiß nicht, was mit ihnen ist. Es sind gute Jungs. Ich habe keine ruhige Nacht mehr, wenn ich nicht weiß, dass sie wohl auf sind. Kannst du mir nicht sagen, wie es meinen Söhnen geht? Es ist verboten, die Stadt zu verlassen. Das könnte dich doch nicht davon abhalten, einen Weg hier rauszufinden, oder? Stimmt. Wie heißen deine Söhne? Beppo ist der Älteste. Er ist gar nicht erst mit in die Stadt gekommen. Hoffentlich ist er nicht den Banditen in die Hände gefallen. William hat sich freiwillig zum Dienst an der Waffe gemeldet. Und Marvin, mein Jüngster, ist in der Nacht auf und davon. Ich werde mal die Augen offen halten. Oh, danke. Danke, ich... Ja, ja, schon gut. Ich habe mit William gesprochen. William, der gute Junge. Der gute Junge. Er ist in der Vulkanfestung und trainiert. Keine Sorge, er kann auf sich aufpassen. Ich traf deinen ältesten Sohn, Beppo. Dann lebt er? Ja, er lebt. Er hat einen Job bei, bei den Ruinen. Aber ist das nicht gefährlich? Naja, aber er ist nicht allein. Er hat ein paar starke Kämpfer an seiner Seite. Ich habe deinen jüngsten, Marvin, gesehen. Wirklich? Ja, er hockt in einer verlassenen Jagdhütte nördlich der Stadt. Oh, das ist beruhigend. Danke für diese gute Nachricht. Aha. Hoffentlich passt er auf die wilden Tiere auf. Der Wald ist sehr gefährlich. Was ist denn mit deinem Mann? Ingvar? Ach, der sitzt den ganzen Tag in der Kneipe und versäuft unser letztes Hab und Gut. Aha. Nun hast du von all deinen Söhnen erfahren. Ja, ohne deine Hilfe wäre das nicht gegangen. Ich danke dir. Du bist ein guter Mensch. Danke. Ich wünsche dir alles Gute auf deinen Wegen, die du beschreiten wirst. Hm. Gehen wir mal zu Konrad, der Unge... Wenn du interessiert an Waren aller Art bist, wirst du bei mir bestimmt etwas finden. Aber wenn du nur gekommen bist, um zu betteln, kriegst du meinen Stock zu spüren. Ohne Spaß, ne? Ich hau dir einfach in die Schnauze. Ich hörte, du lässt Tilda nicht in dein Haus. Hat sie dir das erzählt? Die alte Hexe? Ich versorge sie mit Nahrung und stelle ihr großzügig Platz zur Verfügung. Und sie jammert und heult. Lass sie doch einfach drin schlafen. Hör mal, Bursche, misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein. Hier bestimme immer noch ich, wen ich in mein Haus lasse. Was stinkt denn hier so? Was? Bei mir stinkt nichts. Ich habe nur allerbeste Ware. Wenn du versuchst, mir die Kunden zu vertreiben, dann setzt es was. Das ist cool. Schon gut. Beruhig dich wieder. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn so? Gewürzbeutel. Gewürzbeutel brauche ich, glaube ich, wirklich für das eine Rezept, das ich hier noch hatte.
Chemie. Schriftstücke. Kochrezept. Heilende Wirkung. Magische Kraft. Da. Fleisch im Brotmantel. Legumes stärkt. Und stärkt die Gesundheit dauerhaft. Brot, Gewürzbeutel, rohes Fleisch und Zwiebeln. Stärkt die Gesundheit dauerhaft. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ich kaufe jetzt hier die drei Gewürzbeutel. Und noch 8 Äpfel. Gucken, was ich noch verkaufen kann. Hier habe ich einen Schmiedehammer. Habe ich eine Säge. Hier habe ich 6 Muscheln. Habe ich einen Zahn. Flügel behalte ich, weil wegen. Kerzenleuchter, das. Teller, das. Oh nein, nicht alle drei. Eins möchte ich von jeder Sorte hier mal behalten. Achso, nee, warte, die kann ich doch verkaufen. Weil der Flügel Staub. Oder? Bin mir nicht sicher. Ach, ich kauf die Hälfte. So viel werde ich bestimmt davon nicht machen. So. Sollte reichen. Handeln. Handeln. Perfekt. Und weg. So. Wenn ich in der Nacht hier reingehe, dann kriege ich schon mal 2 Flaschen rum. Hier habe ich eine schöne Schatztruhe, die ich mir mal genehmigen kann. Dann habe ich hier einen Pokal stehen, da ein Kerzenleuchter, da ein Schrank. Auf die Finger schauen, solange okay. Du hier bist. Da ist noch eine Bürgerin. Was willst du hier? Hier oben werden Weintrauben. Truhe, bla bla bla. Okay. Würde sich auf jeden Fall lohnen, hier mal einzusteigen bei Nacht. Oh, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Was ist denn da los? Ohne Spaß. Mir ist jetzt nicht nach Reden. Na, dann nicht. Aber ich möchte jetzt mal an den Kessel und Fischsuppe, Fleisch, Topf. Nee. Dann muss ich an ein Lagerfeuer, um das zu machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Das wird bestimmt richtig cool jetzt in der nächsten Folge. Da ist noch eine Reiselust. Habe ich gar nicht gesehen. Reiselust. So. Bis zur nächsten Folge. Risen. Morgen geht's weiter. Ich nehme direkt noch eine Folge auf, weil ich schon wieder voll im Rissenfieber bin. Also, bis morgen. Ciao.